Dieses Praktikum ist echt für den Arsch, Mann. Voll langweilig. Das ist so eine Zeitverschwendung, Mann. Es ist wirklich so. Das bringt uns gar nichts. Als wenn ich später mal Hausmeister werden will in so einer behinderten Schule. Ey, echt, komm. Wer will das schon? Aber hast du gehört, es soll jetzt hier einen neuen geben? Das soll wohl ein richtiger Streber sein. Ich glaube, den habe ich heute schon gesehen irgendwo. Echt? Der ist so ganz alleine gestanden. Okay. Hey, wollen wir es so Ich glaube, machen? das war ja. Ich meine, der sieht so aus, als hätte er hier noch keine Freunde. Weil er neu ist, denke ich mal nicht, dass er schon Freunde hat. Und als Streber sowieso nicht. Pass auf. Die Stunde ist ja gleich vorbei. Lass den mal dann irgendwie an die Seite ziehen und ihm auf Mädchenklo einsperren. Und dann nach seinem Taschengeld fragen. Aber nimm das auf, Mann. Ja, okay, ich nehm's auf. Ich hab die Kamera schon Musst am du Laufen. aufnehmen. Ja, ich hab die Kamera schon am Laufen. Okay, der Unterricht ist gleich vorbei. So Leute, das war's mit der Stunde. Und vergesst nicht, eure Hausaufgaben zu machen. Siehst du ihn? Hey, na, Was? wo willst du denn hin? Was wollt ihr von mir? Ach, nichts. Du suchst doch bestimmt ein paar neue Freunde, oder? Ja, aber ich glaube nicht, dass ihr hier seid, um mein Freund zu werden. Klar, wir sind doch nett, oder nicht? Hey, willst du nicht mal mit uns kommen? Fabian, pack ihn los. Komm mal mit uns. Komm. Hey, hör auf. Ab ins Mädchenklo mit dir. Was So. wollt ihr? Na, wie viel Geld hast du denn bei? Hast du Moment, genug hab ich bei? noch gar nichts. Du hast noch gar nichts. Oh, Fabian, hast du das gehört? Er wird wohl eine Weile hier drin bleiben müssen. Zu schade. Komm, lass uns rausgehen. Und du, wenn du irgendjemandem davon was erzählst, dann bekommst du richtig Stress mit uns. Haben wir uns verstanden? Okay, aber lasst mich bitte hier in Frieden. Hey, wollen wir noch ein Foto machen? Auf Facebook posten? Ja, komm. Gut da. Hört auf. Okay. Zieh noch seine Hose nochmal. Warte, ich zieh kurz seine Hose noch. Mario, lass das. Komm raus, Alter, bevor die Lehrer davon mitbekommen. Und wie gesagt, du sagst keinem was, mein Freund. Sonst. Tschüssi. Nein. Bleib schön hier drin. Alter, ich hoffe, der verpetzt uns nicht. Oh Wird uns nein. schon nicht verpetzen. Ich habe ein ungutes Gefühl. Cody Sprecher hat und Fabian, angeschlagen. bitte sofort in mein Büro. Sofort. Fuck, Mann, er hat uns verpetzt. Penner. Ich mach mal lieber die Kamera aus, das ist Beweismaterial. Oh Mann, ich kann auch nichts dafür, weil dass ich jetzt dahin muss, Mann. Nerv nicht. Mann. Als wenn ich drüber froh bin, dass ich zu dieser scheiß Fahrt mit muss. Erstmal ein bisschen skypen mit Niklas. Hey. Ey, was geht ab? Ja, nicht viel. Du hörst dich aber sehr bedrückt an. Los, was ist los? Ja, naja, weißt du. Ja, also. Ja. Du weißt doch, dass ich dieses Praktikum in dieser blöden Schule mache da, ne? Ja. So als Hausmeister, so. Und die haben da so einen neuen Schüler gehabt und da dachte ich mir, ja, komm, den kann man doch vielleicht, da er neu ist und der auch noch voll der Streber ist, den kann man auch bestimmt ein bisschen Taschengeld abknüpfen, aber. Ja, es war eigentlich auch ganz lustig, wir haben ihn so auf Mädchenklo eingesperrt und dann haben wir ihn halt. Versucht das Geld abzuziehen, aber leider hat er nichts bei gehabt. Dann haben wir ihn da eingesperrt und dann, ja, keine Ahnung, eine halbe Stunde später ungefähr hat der Rektor also eine Ansage gemacht und dann wurden wir ins Zimmer reingerufen. Da bin ich da reingegangen und ja, der meinte dann,
Weil als ich fragte, ob ich jetzt nachsitzen muss, meinte er, nein, er hat irgendwas Besseres überlegt. Ja, und dreimal darfst du raten, was ich jetzt machen muss. Du musst die komplette Schule sauber machen als Hausmeister? Das wäre ja gar nichts dagegen. Nein, rate weiter. Du musst irgendwie essen oder so von der Cafeteria abkratzen oder so? Nein, einen Versuch hast du noch. Du musst irgendwie was beim Nachsitzen, irgendwie babysitten oder so? Es ist alles viel schlimmer. Und zwar, diese verfickte Klasse 7a, die fährt jetzt demnächst auf Klassenfahrt am Montag. Und der Fabi und ich, wir dürfen da beide diese ganze beschissene Woche mitfahren als Betreuer. Oh, das ist assi, Alter. Ja, das ist richtig für den Arsch. Das ist echt so... Ich hasse es. Nein, Mom, jetzt nicht. Alter, meine Mom, die nervt mich so übel. Und was läuft bei dir so? Och, Schule schwänzen, was sonst? Ja, ist klar. Wäre ja auch schlimm, wenn es nicht so wäre. Ja, ich lebe mein Leben aus. Ja, kannst du wenigstens, und ich muss am Montag damit. Ey, ich habe überhaupt keinen Bock, wirklich. Ich glaube, ich werde mich vorher nochmal so richtig fett bekiffen. Lass mal morgen treffen. Ja. Nochmal so richtig einen durchziehen, ey. So, oh, ey. Bin ich immer dabei. Ich glaube, ich muss mich gleich betrinken. Wirklich, ich komme damit echt nicht klar. Ich komme echt nicht drauf klar. Oh, ey, dieser verfickte Penner. Jetzt muss ich da mit. Ah, ich bin wenigstens nicht alleine. Der einzige Nichtspießer dort ist der Fabi. Der Rest ist alles für den Arsch. Naja. Okay, also ich muss jetzt essen, ja. Wir verabreden uns am Morgen. Ich schreibe dir dann per WhatsApp. Jo. Und dann, dann machen wir einen Termin aus für morgen, so in der Uhrzeit. Machen wir. Alles klar, okay. Na dann, hau rein, der Digga. Sief und jo, so. Jo, du auch. Alles klar, hau rein. Ciao. Oh Mann, jetzt müssen wir echt zu dieser Scheißfahrt mit, echt. Oh, und es ist noch so früh. Ey. Siehst du den da vorne? Ja. Der kommt uns doch bekannt vor. Unser kleiner Kumpel. Guck mal, wie alleine er da steht. Oh. Kleine Lusche, ohne Freunde. Wann kommt eigentlich der Lehrer? Muss ja irgendwann bald mal losgehen hier, oder? Gerettet mit. Gibst du dir einen Bus, wir sitzen ganz hinten, okay? Oh, der Lehrer ist ja... Wow, Herr Lehrer, Sie sehen heute aber echt toll aus. Sie haben doch hoffentlich nichts dagegen, wenn ich Sie filme für YouTube. Alles einsteigen, nicht trödeln, los geht die große Fahrt. Hat er mich gerade ignoriert? Los, nicht trödeln. Los, los geht's. Wow, uns wird nicht geholfen, ja? Komm ganz hinten hier. Okay. Warte. Solange der Lehrer noch nicht drin ist, kann ich dir hier auch geben. Hier. Danke. Der Lehrer kommt.
Tschüss, Schule, Heimat, wo auch immer wir jetzt hinfahren. Boah, es ist so früh, Mann, es ist schon dunkel, es ist noch dunkel draußen, Mann. Ja. Ich hab die Nacht wieder PS3 gezockt, ich hab eigentlich nur eine Stunde geschlafen, wenn's hochkommt. Aber ich kann ja im Bus bin. Hey, hast du Papier dabei? Dann können wir Papierflieger bauen und den Kleinen da vorne abschmeißen. Ich guck mal kurz in meinen Rucksack. Ist klar. Wann geht's denn los? Ja, ja, nicht ungeduldig sein. Blöder Pisser, den bring ich noch um, Alter. Los geht's! Ey, hier, ganze Notizblock. Okay. Lass mal irgendwas raufschreiben. Warum halten wir ihn jetzt schon wieder? Wir haben doch eben das gehalten. Was ist los? Okay. Wie soll ich diesen Kindern jetzt beibringen? Das ist schrecklich. Oh Gott. Das sieht nicht gut aus. Wir haben einen Platten und uns hat sich ein Hindernis in den Weg gestellt. Und es regnet draußen, junge Hunde. Was sollen wir denn hier jetzt machen? Wir sind alleine, wir haben einfach gar nichts. Was sollen wir denn hier machen? Draußen mitten im Wald ohne Sachen. Beruhig dich. Okay, stopp. Wir werden jetzt alle rausgehen und gucken, was sie uns da in den Weg gestellt hat. Oh Mann. Alter, das musste ja jetzt kommen. Okay. Komm, wir gehen hinten. Sieht so aus, als hätte ein Baum direkt was auf die Straße geworfen. Was ist da? Muss wohl am Gewitter liegen. Ja, sieht so aus, als müssen wir erstmal nach einem Haltepunkt suchen. Ah, super. Hey. Hier steht nächster Rastplatz in 2 Kilometer. Dann müssen wir wohl unsere Beine nehmen und etwas zu Fuß gehen. Was sollen wir machen? Nach 1 Kilometer sind wir da schon halb kaputt. Wir haben einfach gar nichts. Wir haben kein Essen, wir haben nichts. Draußen hier ist ein verdammter Wald. Jetzt beruhig die verdammte Hacke. Kleiner, halt die Fresse, Alter. Ja? Komm, lass uns hier kurz irgendwo in der Ecke. Ich muss kurz in den Bauch. Okay. Komm, lass uns hier. Solange der Lehrer uns nicht sieht. Mach aber schnell, Alter. Ich bin pitchnass. Okay, die sind schon weitergegangen. Na los. Komm, renn wir. Dürfte ich die beiden Praktikanten bitten, uns zu folgen? Ich hoffe, die merken nicht, dass wir wechseln. Oh, hier sind sie. Hallo? Kommen Sie jetzt mit. Ich musste nur kurz auf die Toilette. Genau, hier im Wald. Verarschen kann ich nicht sein. Cody? Ja? Komm, nimm kurz hier den Schlammball. Den sprießen wir den Streber hoch. Okay. Komm, hier stand ja das Eisen. 3. Rastplatz wäre. 2. Ja. 1.
1. Jetzt! Was wird denn das hier? Also ich glaube, wir können es nicht. Wir machen doch gar nichts. Okay, wie das aussieht, sind wir in einer Art Raststätte oder was das hier sagt. Wir müssen uns irgendwie informieren, ob hier noch irgendwer ist und irgendwie Unterkunft finden. Aber wie gesagt, erst in 2 Kilometer sollte doch einer sein, das ist doch irgendwie ein bisschen merkwürdig. Wir sind nicht mal knapp 10 Minuten gelaufen. Kann ja eine sehr neue Raststätte sein und sie haben noch nicht die Schilder aufgestellt. Hoffentlich. Das ist mir alles nicht geheuer. Alter, du regst mich auf, Alter. Willst du wirklich eine kassieren oder was, hä? Nee, geh bitte weg. Kein Streit. Boah, der Bengel nervt, Mann. Soll man nicht so ein Schisser sein, ey. Vielleicht haben die sich bloß verschrieben. Wenn sie sich leiden können, gehen sie sich gegenseitig aus dem Weg. Ja, vielleicht haben die sich bloß verschrieben, ey. Da soll man nicht so ein Schisser haben, nur weil das Schild nicht stimmt. Mein Gott, ey. Was auch immer, wir werden jetzt nachgucken. Der kriegt später auf die Fresse. Ich habe echt keinen Bock mehr. Können wir nicht irgendwie, keine Ahnung, können wir nicht einfach chillen und ihr geht weiter ohne uns? Das ist echt voll langweilig hier. Ich fühle mich wie auf so einer Klassenrundgang. Irgendwer muss doch hier sein. Lass uns einfach ins Haus gehen, komm. Ey, Fabi. Fabi! Ja. Hinter dir! Komm her! Lass uns einfach hier reingehen. Herr Lehrer, wollen wir vielleicht erstmal Unterschlupf suchen und warten, bis der Sturm aufhört? Alter, hast du noch eine Zigarette? Das stimmt. Alle in das große Haus am Ende der Straße. Warte mal. Hier hinten sind Schilder. Ja, aber die sind ein bisschen stark vertraut. Oh, eine Kuh. Klar vertrage ich die. Gib einfach her. Camp 1, Camp 2. Oh, die Ehrenpraktikanten finden es schon wieder lustig, uns nicht zu folgen. Scheiße, Alter, versteck dich. Oh Gott, Alter. 2 Schilder. Ich glaube, die Scheiße fängt an zu wirken. Ich guck mal, ob der uns sucht. Wie ist das alles einfach nicht geheuer? Oh mein Gott, er kommt, versteck dich. Alter, das Zeug, das wirkt echt, Mann, das ist echt geil. Oh, yeah. Was machen sie hier? Oh, guck mal, ein Clown. Ey, hallo. Haben sie etwa Drogen genommen? Spaß dann. Der ist voll realistisch, Mann. Alter, man kann den fast anfassen. Der ist mir zu realistisch, ey. Drogen sind auf dieser Fahrt extremst verboten. Was? Drogen? Pappelapapp? Wir haben doch keine Drogen genommen. Was sind denn Drogen? Wer bin ich? Warum guckt da ein Büschel Gras aus ihrer Hosentasche? Was? Gras? Gras gibt's hier viel. Das kann gar nicht. Was? Ich meine das gottverdammte Rauchbare in ihrer Hosentasche. Mit Anstrengung kann jeder rauchen. Und zwar alles. Er kann ja mal ihre Brille aufsetzen. Ich will unbedingt mal ihre Brille aufsetzen. Ich werde das jetzt an mich nehmen. Und wenn ich sie ein nächstes Mal dabei erwische, rufe ich die Polizei. Hey, warte, Alter, wir wollen keinen Schwumbruch, können Sie mich bitte helfen? Ich glaube, ich fall gleich.